Hallo Leute, heute schauen wir uns ein bisschen früher mal die neue Folge von Seven vs. Wild an. Nachdem letzte Folge ja ziemlich hitzig geendet hat, fängt diese Folge auch direkt an mit dem Titel Hitzige Gespräche. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Drama gelöst wird mit Stefan, ob Stefan sich alleine auf die Tour macht und alleine loszieht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Lasst nach Mucht da, let's go rein da. Mein Name ist Joey Kelly und ich freue mich bei Staffel 4, dass Grover wieder als Partner dabei ist. Für alle, die Grover nicht kennen, Grover... Geil, dass er es wieder macht. Da hatte ich auch mal bei der Folgestaffel auch mal so ein Placement gemacht. Ich glaube schon, ja. Ist eine Online-Plattform, wo du neuesten Tech-Geräte mieten kannst und flexibel auch monatlich bezahlen kannst. Auf grover.com gibt es mehr als 8000 Produkte, die man mieten kann. Zum Beispiel dieser GoPro, perfekt für den nächsten Trip. Mit Grover kannst du flexibel Tech-Geräte mieten, die du dir leisten kannst. Probier das einfach mal aus und hol dir die neuesten Tech-Geräte direkt nach Hause. Mit Code 7VSWILD4 spart ein neuer Kunde im ersten Monat 35 Euro mit einer Mindestmiete von 6 Monaten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Dankeschön, Joey Kelly. Zuvor bei 7. Okay, das zuvor können wir wieder skippen. Und das Intro können wir auch nochmal skippen. Und dann geht's direkt rein in die Folge. Let's go. Ich finde diese Kamerafahrten so cool. Wie ein Vogel, der durchfliegt. Wir sind 7 Teilnehmer. Und Stefan ist ein feiner Kerl. Aber der hat seinen eigenen Kopf. Und das ist okay. Mhm. Das respektiere ich. Ich habe damit kein Problem. Ne? Das ist meine Meinung, Stefan. Ne? Ja, noch nicht mal das Thema, okay. Aber okay. Ja. Und du hast mich gefragt, ob wir nicht da unten ziehen. Hab da ich drüben. Auch nicht gesagt. Okay, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, da unten ist es sehr schön und sehr warm. Und ja, wir hätten die Chance, aufgrund der Wasserbecken nach Fisch zu schauen. Und was habe ich dir gesagt? Geh deinen eigenen Weg. Genau. Ich habe nur gesagt, wir haben die Möglichkeit, da unten vielleicht anhand der Wasserbecken. Naja, aber er hat ja schon gesagt, er überlegt sich, dahin zu ziehen, hat er selbst gesagt letzten Mal. Also hat Stefan der von sich aus gesagt, ja. Fische zu fangen und da unten ist es schön warm. Der Platz wäre gut gelegen, weil wir da viel einfacher an Holz kommen, weil wir direkt am Wald sind und direkt am Wasser. Wir sparen uns Berge laufen. Aber hast du nicht gerade gesagt, du überlegst alleine umzuziehen? Genau, weil ich es da unten von den Ressourcen, von den Wegen, von den Gegebenheiten viel einfacher, besser und vor allem, es ist deutlich wärmer als hier. Okay, aber... Kurze Wege, das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, wir müssen umziehen oder sowas. Ich hab naja, er hat schon angedeutet, dass er es besser finden würde, wenn man umzieht. Also hat er schon angedeutet, so, wenn man dazu sagen, ja. Gescoutet und das ist, was ich muss auch sagen, ich finde das Ganze auch generell weird, dass alle so die Kameras so halten, so aufeinander, wie so, keine Ahnung, muss ich immer an diese, schlechter Vergleich jetzt, aber immer an diese Corona-Leute denken, die sagen so, oh, ich filme sie auch, die bei der Presse dann so die Kameras ins Gesicht hält, das Handy ins Gesicht hält. Genauso wie gerade vorher, redet ganz mal mit denen und die halten so die Kamera wieder drauf. Klar, natürlich müssen sie das machen, das ist ja Teil des Formats, zu filmen. Aber es ist trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, ich finde es irgendwie weird. Aber es macht es halt authentischer, weil kein Kamerateam dabei ist, das Filmen, ne? Sie filmen selbst. Das macht es natürlich immer ein bisschen besser noch, ja. Wärmer als hier. Okay, aber... Kurze Wege, das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, wir müssen umziehen oder sowas. Ich habe nur gescoutet und das ist, was man tut. Man schaut sich um, was gibt es als Ressourcen, was ist in meiner Gegend am einfachsten zu erreichen. Okay, aber du siehst ja... Wie lange läufst du diesen Berg dann noch hoch, um Holz zu schleppen? Das ist meine Frage. Aber du siehst doch, wir haben hier so viel und wir holzen das jeden Tag hier ab. Und es gab, und das muss ich ehrlich so sagen, es gab von dir einfach absolut noch keine Unterstützung. Du bist jeden Morgen aufgestanden, bist irgendwo weggerannt, hast dich dann hingelegt, weil du wenig geschlafen hast. Ich kann das verstehen. Ich habe keinen Mittagsschlaf gehalten. Ja, aber wir arbeiten hier jedes Mal proaktiv. Dafür, dass wir den Abend immer ein Stück besser haben. Gestern saßt du da auch in der Ecke und saßt auch am schönen Feuerholz. Und das haben wir uns hier gemeinsam als Team, die so viele Stunden erarbeitet. Wo ist die Säge her? Bei dem Koffer, wo ihr da unten weggelaufen seid? Oh, geil. Hast du nicht mitbekommen, oder was? Er hört ja gar nicht drauf zu, was Sandra gesagt hat gerade. Sie hat ja berechtigte Kritik gesagt, er lenkt ja komplett ab. Ich weiß nicht, was sein Problem gerade ist, so, ja. Die Kritik von ihr ist ja verständlicherweise, ja.
Ja. Uns verpasst. Ja, weil du mal weg bist, Mann. Nein, ich stand da drüben. Du bist an mir vorbeigelaufen. Ja, warte. Na, ich bin doch von hier gekommen, von da. Mit Hugo bist du da zurückgelaufen. Da ist der Koffer, da. Ich glaube, wir haben ja nicht fertig. Gut. Es bringt einfach nichts. Es ist hier Überlebenskunst, das ist das hier gerade. Mhm. Und es ist nicht, wir haben 1000 Plätze, um uns rumzuschauen, wo wir am besten nächtigen können. Das ist nicht. Wir haben hier einen Standpunkt, wo wir erstmal wettergeschützt sind, ja, wo zwei Leute oder drei oder vier Leute in einem sicheren Raum schlafen können, weil ja, wenn es in zwei Tagen regnet, ich glaube nicht, dass wir innerhalb von zwei Tagen, wenn wir umziehen, so einen heftigen Shelter bauen können. Das ist, okay, das ist eine gute Ansage von Sandra. Das mit dem Regen, das war ja auch eine Ankündigung, die sie vorher bekommen haben, die Info, ne? Natürlich sind so Ankündigungen natürlich auch nicht immer so wahrheitsgemäß. Muss ja nicht unbedingt regnen. Aber wenn sie bitte, wenn sie das Wissen haben, bereiten sie sich natürlich darauf vor, ja. Nicht so sein. Deswegen hoffe ich einfach, also geh deinen Weg, wie du es machen möchtest, aber ich erwarte einfach, dass das hier ein Zusammenspiel ist und dass du mithilfst und selbst die kleinsten Aufgaben machst, weil wir arbeiten hier seit zwei Tagen volle Kanne und von dir kam bis jetzt noch nichts. Ja. Okay. Wir haben jetzt eben gerade darüber geredet, Joe, dass Stefan ja mal öfter weg ist und so weiter und auch nicht viel Bescheid sagt, macht so, gefühlt sein eigenes Ding, dann kommt er wieder her, wir ackern uns einen ab. Ja, das ist das Problem, die Kommunikation ist auch ein Riesenproblem. Wenn er mal sagen würde, ja, geht kurz gucken, mal scouten, ist ja auch wichtig. Wichtig zu scouten, zu gucken, was eine Umgebung ist, so, was man nutzen kann. So. Aber dann muss er halt immer ein bisschen absprechen mit dem Team. Auch. Das ist auch ein Problem, was sich da so ein bisschen auftut, ja. Alles steht quasi, was wir auch gerne machen, aber erst so nach Tag oder am dritten Tag merkt man halt so, okay, das tut der Gruppe auch nicht gut. Ja. So, und dann habe ich halt auch noch das Gefühl, hat sich jetzt auch eben ein bisschen herauskristallisiert, dass auch Stefan ein bisschen so ein Problem mit dir halt hat. Was? Weil er nein, lass mich ausreden kurz. Weil er, wenn er was vorschlägt, dann sagst du immer halt, ist alles falsch, falsch, falsch. Das ist das Problem eigentlich. Ja. So, das, sorry. Okay. Genau, und darüber müssen wir einmal kurz reden, damit wir auch mal wissen, so, okay, will Stefan jetzt so bei uns bleiben? Weil er sucht schon, scoutet auch Orte, wo er sagt, da kann man auch schlafen und so weiter. Dass wir es einmal durchhaben. Ich würde da in dem Zusammenhang einfach Folgendes sagen. Und zwar, wir haben einen ganz, ganz strenges Schedule. Wir wollen alle sieben durch die zwei Wochen bekommen. Da können wir jetzt keine Fischhäuser bauen. Da können wir jetzt nicht aktiv auf Possumjagd gehen. Da können wir jetzt keine Draperbetten bauen. Da können wir jetzt nicht an einem gesamten Nachmittag einen Biwaksack voll mit Stroh packen und dann ist die Sonne weg und dann haben wir ein Bett fertig. Das funktioniert nicht. Und ich und Joy sind hier bei aller Demut diejenigen, die am meisten Erfahrung haben. Und das, was sich gezeigt hat, und es tut mir leid, ist, dass wir hier jetzt Feuer organisiert haben. Wir haben hier Holz organisiert. Wir haben, du bist fucking Meister in den Scheiß. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Jetzt sind wir auf einer Ebene. Ich liebe dich dafür, weißt du? Ich bin ein Fan von dir, das weißt du. Ne? Und deswegen habe ich mich total gefreut, als ich gehört habe, dass du halt dabei bist. Ich habe nur Überlebens, sag ich mal, Erfahrung in Wüste und schon Scheiß. Wissen wir. Aber deswegen, dass du Bescheid weißt. Ich ziehe das ein bisschen. Aber du hast die Erfahrung, was brauchen wir? Du bist schon draußen, lange Zeit draußen gewesen. Du kennst dich mit Wüsten aus, du kennst dich mit Dschungel aus. Du hast alles schon erlebt. Du weißt, was man zum Leben braucht. Ja, Wüsten, Dschungel, das ist ja wichtig jetzt zu wissen hier an der Stelle. Das ist wichtige Info jetzt für diese Situation hier gerade. Ja. Ich verstehe, was sie sagen wollen. Ja, Joey will sich ein bisschen zurücknehmen, weil er diese Expertise nicht hat. Joey kennt ja die ganzen Tiere nicht immer, die fallen und sowas. Die ganzen Pflanzen kennt er wahrscheinlich auch nicht so sehr. Aber er hat dieses Überlebensding ja schon auch durchgemacht öfter mal. Hat er nicht auch mal mehrere Tage auf so einer Insel allein gelebt oder sowas? Hat nicht auch mal so ein Ding, was er gemacht hat fürs Fernsehen? Das wird auch eine Sache, ne? So auf einer Insel ja alleine im Pazifik oder irgendwo, irgendeine so tropische Insel halt jedenfalls, ja. Und dass wir jetzt als erstes die erste Woche wirklich super durcharbeiten müssen, und zwar alle zusammen, um das hinzubekommen. Am ersten Tag, nachdem wir abgesetzt worden waren und wir uns orientiert haben, war Stefan erstmal eine halbe Stunde weg. Okay? Mhm. Ohne Absprache oder gar nichts. Regelmäßig immer weg. Und dann kommen wirklich seltsame Aussagen mit voller Brunst. Du machst die Kamera an, switchst und redest einen Blödsinn, wirklich, inhaltlich für mich ganz schwer erträglich. Und wir haben hier keine Bushcraft-Situation. Wir haben hier Aufgaben, die wir durchführen müssen, damit Hugo, damit Sabrina, damit Julia, ja. Sandra, ja. Sabrina! Sehr gut. Sabrina 2, meine ich. Durch die Nächte kommen, damit wir in Woche 2 meinetwegen da was machen können. Du
Hass davon auch partizipiert. Stimmt, Sabrina gab es ja, Sabrina Autor hieß sie ja auch, ne? Die von letzten Staffel, die mitgemacht hat. Ja, stimmt. Ja, Sandra, Sabrina, Gea. Joe hat sich sehr gut vorbereitet, alle Staffeln geguckt nochmal wahrscheinlich. Kopiert. Ich weiß nicht, ob du dich benachteiligt fühlst. Die Sache ist schlicht und einfach die, wenn ein Vorschlag kommt, der für uns nicht nachvollziehbar oder auch der Realität nicht vermittelbar ist. Am ersten Tag ein Lager weiter oben aufzuschlagen und ich und Joy sagen, nee, dann ist die Entscheidung, liegt die Entscheidung bei dir natürlich, das zu machen. Das Ergebnis ist aber, dass du dann mit dem Feuerbohrer losläufst. Und Feuerbohrer macht derzeit in unserer Situation keinen Sinn. Das ist Show, das ist Spielerei. Macht für uns keinen Sinn. Und ich meine, jetzt noch weniger Sinn, da sie jetzt den Feuerstall haben, ja. Dann kommst du abends wieder und bist natürlich froh, dass wir hier Feuer haben, bist froh, dass wir Holz gemacht haben und schläfst dann auch dementsprechend besser. Und das versuche ich durch kurze Rückfragen zu machen, um dir Einhalt zu geben. Wenn du sagst, du gehst jetzt mit dem Knüppel Possum jagen, dann ist es so fernab jeder Realität, dass ich da sagen muss, okay, das macht keinen Sinn. Also da waren noch Geschichten, da wo ich widersprochen habe, war, dass wenn dich ein Possum beißt, dass du einfach hingreifen kannst, wenn dich ein Possum beißt, das ist wie ein Hamster. Das ist ein Gag, den wir gehabt haben. Das hat sich nicht nach Gag angehört. Für dich hört sich gar nichts nach Gag an, wenn es nicht aus deinem Mund kommt. Nee, doch sehr. Okay. Also ich weiß nicht, es war... Nun, wie dem auch sei. Ja. Aber also. Das ist völlig, ganz kurz, um das noch abzuschließen. Ich habe überhaupt nichts gegen dich. Ich bin dir auch nicht gegenüber ausfallend geworden. Ich habe niemals gesagt, dass du dumm wärst. Also ich habe es gerade eben beim Gespräch, habe ich nie gesagt. Also nie. Was ich in Frage gestellt habe, ist deine Erfahrung, deine Aussagen, die halt dann nachträglich ein Gag sind. Und ich habe einfach auch in Frage gestellt, beispielsweise, ich habe das Feuerbohren gesehen, da war keine Glut. Das ist völlig egal, was du gesagt hast. Okay? Ich habe 1000 Mal Feuer gebohrt. Und es ging auch nicht um die Glut, es ging darum, dass ich gesagt habe, ich war nah dran, er war ja nebendran gestanden. Nee, da unten hast du gesagt, du hast Glut gehabt. Ja. Dann habe ich gesagt, oh, es hat geglüht und ist wieder ausgegangen. Ist auf Kamera, er stand neben mir. Ich weiß, wie Feuerbohren glüht. Na, ist ja Detailsache. Ja, es geht ums Feuerbohren, geht es jetzt gerade gar nicht. Das ist das geringste aller Übel, selbst wenn er Glut gewesen wäre. Also es ist jetzt eine Sache, die jetzt nicht egal ist, weil sie haben jetzt Feuerstahl, fertig, bums. Ich würde es einfach abhaken. Ich würde ganz trocken sagen, ja, okay, kann ja sein, vielleicht war der Glut, haben wir nicht gesehen, bringt uns ja jetzt nicht weiter. Was bringt uns jetzt weiter zukünftig so? Wir schreiben uns hier über Kleinigkeiten gerade. Also die Punkte wurden genannt, die Kritik, von beider Seiten, und jetzt müsste ich ausreden, aber nicht auf kleinen Teilen aufhalten. So. Ja, das ist wieder, was ich meine. Es ist wieder so, ich habe recht, also ich sage, ist aber Quatsch. Ist also wenn die Glut jetzt so wichtig ist, kann ich kurz sagen, ich habe keine Glut gesehen, ich habe nur Rauch gesehen. Ja. Genau. Rauchhäufchen kann jeder basteln. Nein, wenn Zunder glüht, jeder, der Feuer bohrt, weiß, wenn Zunder glüht, bläst du rein und du siehst die Glut, sonst glüht es nicht, sonst qualmt es halt. Damit hast du keine Glut. Ja, ist alles okay. Gut. Nicht. Aber darum, das sind so Feinheiten, weil es ja darum geht, dann haben wir plötzlich die Möglichkeit, Feuer zu machen. Dann ist ja Feuerholz nicht mehr so wichtig, aber wir haben eben keine Möglichkeit, damit Feuer zu machen. Okay? Wir haben eine relativ straighte Geschichte. Wir sind immer noch quasi beim Ankommen. Wir haben noch nicht die Schlafplätze fertig. Wir haben jetzt gestern das Feuer angemacht, wir haben das Feuerholz organisiert, haben eine Anfangsroutine drin und jeden Tag fehlt Stefan. Jeden Tag ist die Frage, wo ist denn jetzt Stefan? Also jedes Mal. Das ist so, ja. Ja. Okay, das ist das Ding. Niemand sagt, dass du blöd bist. Niemand sagt, dass du bescheuert bist. Du bist hier komplett auf Abwehrhaltung und hast das Gefühl, dass wenn du einen Vorschlag machst, dass es dann abgelehnt wird, weil du blöd bist. Nein, der Vorschlag wird abgelehnt, weil dieser Vorschlag zu diesem Zeitpunkt in deiner objektiven Wahrnehmung nicht der richtige ist. In der Absprache das heißt mit nicht, allen anderen. Dass das Ding trotzdem falsch ist. Ja, okay, aber was ist effizient? Ja, es geht ja... Ja, ich verstehe schon, dass Stefan natürlich auch seine eigene Meinung dazu hat und natürlich jetzt alle auf Joe hören. Joe ist jetzt natürlich der Anführer, der sich da jetzt herausgegeben hat, so aus der Menge. Und ich glaube, ihn frisst es so ein bisschen an, Stefan, dass er dagegen nicht, dass er irgendwie nicht so sehr gehört wird jetzt gerade. Aber in so einer Gruppendynamik geht es immer darauf an, auch auf den einen, der sich dann rausdistanziert hat, das Alpha-Tier dann von mir aus auf ihn erstmal zu hören, damit man ein gemeinsames Ziel verfolgen kann erstmal. Kritik kann man äußern, dass der Anführer gerade dementsprechend auch ausrichten kann, vielleicht auch mal das Wort weitergeben kann. Aber in so einer Situation ist jemand wichtig, der die Ansagen macht, der sagt, das und so machen wir das jetzt.
damit einmal ein Weg da ist, damit nicht alle panisch irgendwie andere Sachen machen und jeder verwirrt ist und die Gruppe dann spaltet vielleicht noch ein bisschen. Es war schon Zeiten, wo die Gruppe gespalten war fast. Wo ja Hugo und Uwe da bei Stefan fast oben gewesen wären. Aber anscheinend gab es ja auch ein paar Punkte, die dagegen gesprochen haben, sonst wären sie ja oben bei ihm geblieben. So, am Ende sind sie ja alle wieder zurück zum Flugzeug. Weil ja natürlich da die ganzen Sachen sind und wenn sie die Gruppe spalten, dann müssen sie auch Teile vom Flugzeug mitnehmen, also so Equipment aufteilen und sowas, was auch wieder schwierig wird. Ich meine, klar, es gibt 3 Messer und 2 Sägen, also möglich wäre es schon, aber nur ein Feuerstahl jetzt, also ja, es ist schwierig, aber das war was Neues mit Samuel Spike, finde ich auch ganz spannend, dass jetzt sowas Neues jetzt hier ist, weil vorher gab es dieses Thema nicht mit so Gruppendynamik und so Gesprächen und diesem ganzen Drama. Da ging es ums Überleben, so um Einzelsituationen. Hier geht es jetzt neben dem Überleben auch um solche Gespräche auch noch. So, ja, wie in der Steinzeit, wo die Menschen sich auch irgendwie dann verkloppt haben mit der Keule und so. Was? Oh Mann, ja. Wir erstmal alles hochtragen, keine Energie haben, kein Feuerholz. Ja, ist doch, guck mal, nee, die Sache ist, nein, ja, du hättest ja eigentlich einen Platz da oben gehabt. Dann hätten wir ja alles, was wir hier haben, hochtragen müssen. Mhm. Ich meine, so ein Schutz. Stefan. Auch das Wasser hätten sie mal hochtragen müssen. Gibt auch viele Punkte, die dagegen gesprochen haben. Ganz klar, ja, logisch, ja. Neben der Wärme natürlich auch ein Punkt, der dafür gesprochen hat. Wärme ist auch sehr wichtig. Wegen der Wärme haben sie auch richtig krass hier die erste Nacht ja auf, ne? Ich kann Stefans Argument auch verstehen, dass die Wärme da ein großes Problem ist, was die Kälte beziehungsweise ein Problem ist, was sie dort haben. Aber gibt auch Punkte, die halt, ne, für in die Richtung sprechen, ja. So ein Schutz, was Metall ist, wo nichts durchgeht, was wir hochbauen könnten, wenn es regnet, das findest du nicht im Wald. Natürlich nicht. Das ist Number One. Und Nummer zwei ist einfach, Stefan, wir brauchen Personen, die uns helfen, ein Bett zu bauen. Wir vier sind Personen, wir haben keine Ahnung, wie wir ein Bett ausfüttern sollen. Wir schlafen seit 2 Tagen und ich meine, die beiden haben uns schon den Luxus da gemacht und alle Seiten zugemacht. Und ich glaube, dass du uns auch helfen kannst. Mhm. Aber du verpisst dich einfach. Und das ist, wir werden mit dem Arsch getreten, weil wir arbeiten hier 4 Stunden lang an diesem Holz. Die tragen, die laufen, bringen alles weg, Speicherkarte weg. Das ist auch alles Zeit und Energie. Und du gehst dann einfach wie ein Weltenwanderer hier rum. Okay, aber dann musst du dein eigenes Camp aufbauen, wenn du nur für dich suchst. Weil momentan kam bis jetzt in den 2 Tagen, heute der 3., kam nichts an. Es kam nichts, gar nichts Logisches kam bis jetzt an. Wir brauchen einfach deine Unterstützung, weil jede Kraft ist hier wichtig. Hier kann eigentlich keiner Also nichts Logisches macht jetzt nicht so viel Sinn, weil, also es ist ein bisschen falsch, weil er hat ja schon logische Sachen gesagt, dass es um Wärme ist und sowas, ne? Es gibt für alles Pro- und Kontra-Argumente, für jede Seite. Es geht darum, sich für eine zu entscheiden und die auch dann durchzuziehen, weil man ja Energie sparen muss auch. Jetzt nochmal alles umzuziehen, wäre viel energiezehrend. Das können sie sich aktuell nicht mehr erlauben. Da muss man, auch wenn es vielleicht die bessere Entscheidung in Stefans Augen wäre, muss man erstmal sagen, Cut, jetzt aktuell können wir nicht mehr umziehen jetzt. Weil jetzt ist die Energie, das umzuziehen, wäre viel zu groß, die Energie, die wir nicht haben gerade. Also muss ich Stefan auch ein bisschen zurücknehmen jetzt erstmal. Auch wenn er auch viele gute Argumente bringt, gute Sachen sagt, muss man da wirklich jetzt mal sagen, Abfallen. Du bist gestern von der Gruppe weg gewesen und hast beim Holz nicht geholfen. Du hättest anbieten können, als ich gestern gesagt habe, ich mache Feuerwache. Das bedeutet, die Nacht über scheiße wach zu sein, eine komplette Nacht in der Kette wach zu bleiben. Ich habe einen Sommerschlafsack und 2 Decken. Und ich habe dich mitgeheizt und du hast ganz gut schlafen können. Das ist nicht so schlecht, oder? Sommerschlafsack und 2 Decken. Und was? Alter, geht's noch? Wie frech willst du sein? Okay, also dass dieses Feuer überhaupt entsteht. Sorry, dass ich so ausraste. Aber wir arbeiten ja alle zusammen, dass dieses fucking Feuer entsteht und dass es weiterhin brennen kann. Du lagst dabei und du warst gewärmt, Junge, ne? Ja, das stimmt. Also, du hast auch gut geschlafen, muss man auch mal sagen. Ich hab doch jetzt gar nichts dagegen gesagt. Genau, aber warum sagst du denn gerade, genau ist doch gar nicht so schlecht. Der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, Ich hab sau gefroren. Ich war nicht unterm Dach, du warst unterm Dach. Ich war außerhalb des Daches, ich war komplett nass, komplett mit Eis voll. Mhm. Okay? Und ich bin alle halbe Stunde aufgewacht. Zwischendurch, ganz am Ende, habe ich Uwe gebeten. Uwe hat dann nachts einmal gerettet. Und dann hat er 3 Stunden... So. Okay, und in der Zeit habe ich dann schlafen können. Aber ist doch alles in Ordnung. Ja, so, und dann... Ich verstehe gar nicht, warum das so nein, und dann sage ich es dir. Nein, das deine... Getriggert? Du sagst gerade, hey, ist doch nicht so schlecht. Ja. Also, ich kann da nicht zuhören. So, und Julia? Oh, damit wird er gestritten. Ach du Heilige, jetzt noch viel zu reden. Ach du Heilige, das geht noch weiter. Drehen sich viel im Kreis anscheinend dann hier. Wenn es spannende Ansatzpunkte gäbe, dann würden die ja das Ding nicht vorspulen gerade im Zeitraffer. Wir brauchen keine Entscheidung jetzt von irgendeiner, Stefan. Ich lasse mir jetzt auch keine Entscheidung, genau, was reinschieben. Lass uns mal nicht weiter diskutieren. Ja.
Du bist ein freier Mensch, du kannst bei uns bleiben, wenn du halt quasi mitfunktionierst. Ne? Mhm. Verhalten in den letzten 2-3 Tagen funktioniert nicht. Dann musst du halt quasi deinen Weg gehen. Ja. Ja? Weißt du, was Survival ist? Einzelkämpfer oder Community. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht beide Opportunities haben. Ja. Das funktioniert nicht. Ne? Es ist zusammen oder Einzelkämpfer. Und du bist ein Einzelkämpfer. Du kannst das. Joe kann das. Ich kann das. Ich glaube auch. Ne? Und deswegen entscheidet es. Und wenn du entscheidest, dich als Team hier einzuführen, ne, dann ist das alles vergessen. Dann ist alles wieder super. Okay? Dann sind wir alle wieder lieb und alles wieder gut. Ne? Und so Real Talk und Beef ist auch nicht schlimm. Gehört dazu. Ist besser offen zu reden, als hier 12 Tage lang mit so einem Hals rumzulaufen. Das funktioniert nicht. Ja? Okay. Let's go. Gute Rede. Ich glaube, Joey bereut es vielleicht auch ein bisschen, dass es nicht alleine Staffel ist, alleine irgendwo rumsitzen kann und seinen Kram machen, oder? Weiß ich, dann wäre der, das will sich lieber auch das Ganze sparen hier. Da willst du auch nur, dass es vorbei ist, dieses Drama hier gerade. Ja, kannst du auch voll verstehen irgendwie. Aber der hat ja vorhin auch gesagt, als Ehre will er die anderen mit denen durchhelfen, das zu machen. Das ist viel zu krass, ist doch gerade. Ich glaube, dass Joey es auch alleine schaffen würde. Joey ja safe auch, aber alle anderen nicht dann, logischerweise. So, ich sitze hier wieder an meinem Platz. Ja, Reporter mal wieder. Ihr habt es gesehen, der Streit. Aber war klar, dass es irgendwann kommt. Ich habe euch ja schon mal informiert. Da war ein bisschen beefy immer. Leider kann ich bei den Streits nie was dazu sagen, weil ich absolut verblödet bin und sowas überhaupt nicht kann. Ja. Aber die anderen, also ich kann nur mal sagen, Joey Kelly, MVP, what the f***. Noch nie so einen geilen Menschen gesehen. Joe auch Macher von Wissenschaft her. Ja. Simsala Sabrina auch krass. Simsala Sabrina! Weil das Sabrina genannt als Sandra verweckt. Joe. Aber ich find's cool, wie Hugo so versucht, das alles zu erklären, Reporter so, aber auf seine Art. Das macht, das ist echt sehr unterhaltsam. Sandra meine ich. Das war ein Joke, lol. Ja, ja, Julia auch krass. Digga, Uwe, Bro. Ja, und ich, ja, verrückt. Nee, ich kämpfe mich durch. Ich habe übel Sodbrennen gerade, Hunger, Schwäche, alles. Aber ich versuche durchzukämpfen. Ja, und Stefan, ich glaube, er ist ein bisschen gekränkt. Glaube ich. Auch wenn er sagt nein, ich glaube schon. Das wird, entweder er geht halt so, er macht Solo oder er bleibt und alles ist gut. Mal gucken. Ey, ich halte euch auf dem Laufen, Jungs. Ich bin euer News-Reporter. Danke. Außenreporter Hugo ist raus. Wie das Mikrofon noch, was er so hält, so. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass wir im Grunde alle die gleiche Idee haben, dass wir unbedingt Wärme brauchen. Und ich mit dem Feuerbohren ja eigentlich nur Plan B haben wollte. Mhm. Und Kälte unser größtes Problem war und eben keiner von uns wusste, dass wir Koffer bekommen, wo eine Säge drin ist, wo Messer so. Das hat ja keiner gewusst, hat niemand gewusst. Mhm. Und bei diesen Temperaturen war einfach klar, wir brauchen schnell und effizient eine Lösung für die Kälte. Ja. Und habe dann separat eben nebenher versucht, Materialtests durchzuführen, damit man. Ich meine, es ergibt ja alles auch Sinn, ist ja alles sympathisch und nett, aber er könnte auch alles genauso auch sagen. So, hey Leute, die Kälte ist das Problem, ich suche aktuell nach Lösungen. Parallel dazu gucken, wie wir Feuer machen können, um das Problem, Primärproblem zu lösen. Anstatt mit denen offen zu kommunizieren, redet jetzt hier wieder in die Kamera rein, die anderen hören es jetzt nicht mehr. So, hinterrücks immer so ein bisschen dann so, vielleicht ein bisschen Lester, letzte Folge ja auch schon. Aber direkt offen ansprechen will das auch nicht, oder dann kommunizieren oder sowas. Ich weiß nicht, was, ja, das ist so. Keine Ahnung, wie YouTuber die Beefs starten und dann so hier Statement-Videos raushauen gegenseitig, hinher, irgendwie so kommt es mir gerade vor, als Zuschauer so. Nur ist anders, als ich sehen dann halt auch, ja okay, doch ein bisschen anders. Und eben Feuer bohren kann. So, da geht es nicht darum, dass ich meine Community befriedigen will. Meine Community muss ich dann nicht beweisen, meine Community weiß, dass ich das kann.
Ich halte ja immerhin einen Weltrekord. Hm? Also, ich weiß schon, dass ich das kann. Das ist nicht das Problem. Sondern es wollte einfach nur eine separate Lösung sein. Und es wurde ja auch gesagt, dass es faktisch unmöglich wäre, weil es gar keinen Zunder gibt und sowas. Ich will ja mir nicht meckern, ne? Aber ich renne ja seit 2 Tagen mit Zunder durch die Gegend. Der Trockner nicht sein kann. Den habe ich natürlich dann auch am Feuer dann nochmal nachgetrocknet. Ja. Aber auch hier, wie gesagt. Das Feuer, was es ja schon gab. Aber ja, wie gesagt, Feuerstahl haben sie ja jetzt. Es geht nur um einen Plan B. Es geht nur um einen Plan B, um nichts anderes. Nicht mich hervorzuheben oder irgendwas. Es geht nur einfach Plan B. Ich verstehe nicht, wie man das zu einem Vorwurf machen kann. Zu sagen kann, dass es Wichtigeres gibt. Ja, wie gesagt, Bodenisolierung ist das größte Problem. So. Siehe da. Jetzt bin ich der hier alleine steht. Was okay ist, vielleicht ist es eine Art Bestrafung. Auch das nehme ich an. Völlig egal. Ich will jetzt auch nicht viel reininterpretieren. Ich finde nur dieses bewusste Falschverstehen schade. Das ist ja bewusst, ne? Das ist ja jetzt nicht. Ja, weil du es nicht ausdrückst, habe ich das Gefühl. Aber gut, die haben jetzt so viel Zeitraffer jetzt gerade gehabt. Da hätte er viel erklären können jetzt hier an der Stelle auch nochmal. Haben sie vielleicht auch schon geklärt. Aber bewusst falsch verstanden wird ja nichts. Es werden nur andere Ideen halt bevorzugt, weil die vielleicht im Moment logischer klingen. Aber falsch verstanden ist es ja nicht. Keiner wirft ja ihm direkt vor, dass er alleine da seine Tour da macht und zwingend, wo er sich alleine durchmauscheln will. Aber er muss vielleicht dann selbst sagen, hey Leute, ich gucke nach Alternativen. Dann könnt ihr ihm sagen, nee, mach das nicht, wir sind zufrieden, bitte hilf uns da mit dem Holz. Wenn alle gemeinsam der Meinung sind, dass es besser ist, soll man vielleicht die ganzen sich auch beugen, auch wenn man vielleicht selbst der anderen Meinung ist. Aber dann kann man Argumente austauschen und sagen, hier, aber ich denke, dass das so besser ist und ich suche einen Plan B, bla bla bla. Ich finde, wenn man offen und kommuniziert und alles dazu sagt und sich vielleicht auch eine Mehrheit dann noch anschließt oder sowas, nicht auf so Error ist, so auf, wie Hugo sagt so schön, so sein eigenes Ding durchziehen will, dann kann es auch alles klappen, natürlich. Meinungen sind wichtig, von verschiedenen Experten immer wichtig, ja? Falsch kommuniziert, Joey weiß genau, also Joe Vogel weiß genau, was ich mache, was ich versuche, wie ich helfen will. Und er besteht einfach darauf, dass das so gemacht wird, wie er das für richtig denkt. Joey Kelly ist ja sein sehr guter Busenkumpel, sind ja Freunde, die zwei. Die gehen auch zusammen auf Touren und so eine Geschichte. Das heißt, ich hatte von Anfang an da schon gar kein Standing. Und da muss ich mir dann halt echt überlegen, ob ich dann wirklich hier weiter durchziehe. Weil jetzt geht es hier um meine Reputation. Ne? Wie gesagt, er will mich ja entzaubern, hat er ja selber gesagt. Oder ich entzauber mich selbst und er hilft dabei. So, soll das. Sehr lächerlich. Ja, ja, macht er ja auch gerade. Er entzaubert sich gerade ein bisschen selbst in seinem Getue. In seiner fehlenden Kommunikation, die halt fehlt, ne? Klar, Feuerbahn war krass, er hat Rauch gemacht und so. Das hat man bisher noch nicht bei Selbstwald gesehen. Also das glaube ich ihm, dass er das gut kann. Aber im Moment war es halt nicht gut, nicht förderlich. Und ja, das ist schade halt alles so ein bisschen, ne? Das alles. Auch für Stefan, klar ist es schade. Das ist total uncool. Und die anderen haben sich jetzt verständlicherweise darauf eingestellt und arbeiten als Team diese Aufgaben ab, was völlig in Ordnung, was wichtig ist. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und die sind natürlich fein mit den Lösungen. Ja? Die sehen ja, es gibt ja diese Verbesserungen und durch diese Verbesserungen natürlich hat man Vertrauen in die Sache. Ist natürlich alles richtig, 100% alles richtig. Ich sag auch nicht, dass hier nichts falsch läuft. Quatsch, dass das hier falsch ist. Im Grundsatz ist Shelter immer das Wichtigste. Isolierung ist immer das Wichtigste. Wärme ist immer das Wichtigste. Alles, was ich gesagt habe, es gäbe vielleicht noch, und das habe ich schon gesagt, als am Tag der Landung, dass es da Optionen gibt, die wir uns vielleicht mal anschauen sollten. Das ist alles. Ja, er hat die Option genannt und sie wollten sie nicht. Muss er akzeptieren. Fertig, oder? Problem gegessen. Ihr seht jetzt kein Problem jetzt irgendwie jetzt bei der Hinsicht. Optionen sind ja da. Tja. Ich denke, das Thema ist durch. Wir werden hier keinen Meter umziehen. Auch alles geil. Und es wird ja Stück für Stück besser. Nur die Kraft, die wir verbrauchen bis dahin, die ist halt ein bisschen schade.
Genau. Meine Wanderungen waren jetzt auch nicht besonders hilfreich, Energie zu sparen. Mhm, das stimmt auch. Ja. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen Asche aus dem Lagerfeuer. Ich finde es trotzdem cool, auch, dass er hier so ein bisschen davon, ja, was mitbindet. Auch selbstkritisch ist auch. Das ist gut. Die Flut ist auch dabei. Ach, scheiße heiß. Und mischt das ins Wasser. Und kocht das Ganze mal auf. Weil dadurch kriegt man Mineralien ins Wasser gelöst. Und dann darf jeder davon trinken. Ein paar ordentliche Schlücke. Mhm. Erstmal die Kohle raus. Also Hintergrund ist, dass wir hier Mineralien verbrauchen, aber nicht genügend aufnehmen. Und das ist die einzige Möglichkeit, entweder Nahrung aufzunehmen, die haben wir nicht. Oder Asche, da haben wir. Julia, du kannst auch Sonnencreme drauf machen auf die Lippen und auf die Wunde vielleicht. Bitte? Sonnencreme hat größtenteils Öl, also Vaseline oder sowas. Kannst du mal schauen, was drin ist. Müsste auch pflegend sein. Das ist also das ist so eine ultrahoch SPF, die auch in Australien verwendet wird. Die ist sehr, sehr zähflüssig. Also wirklich ja. wie so ein Gel. Also wie so. Die sah aus wie so eine komische hier Lehmpaste, oder? Ja, genau. Das ist normal bei denen. Ja, ja, ja. Mal kurz probieren. Mhm. Ja, die fettet auf jeden Fall nach. Also ja, besser als nichts. Danke. Ja, das. Auf die Wunde würde ich es tatsächlich nicht machen, aber auf die Lippen, ja. Und? Einwandfrei. Schmeckt ein bisschen nach Fisch. Mm. Ich habe übrigens gerade Sonnencreme drauf. Interessanter Aschegeschmack. Den kann ich so noch nicht. Mm. Ja, wie diese Kohletabletten, ne, die man auch dann immer nimmt, wenn man Durchfall hat oder sowas. Da muss man ja auch richtige Kohle zu sich. Ja, ist auch schon ganz weird. So, ja, Kohle ist. Aber Kohle ist ja clean. Ist alles weggebrannt, was irgendwie schädlich sein könnte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Was ist da jetzt alles drin? Asche und Wasser. Bisschen süß, also Asche. Voll süß sogar. Ja. Aber auch ein bisschen nach Fisch, oder? Ja, aber süßer Fisch. Ja. Scambi. Ja. Scambi-Wasser. Ordentlichen Schluck. Komm, Joey. Wieder ein neues Getränk. Schmeckt jetzt nicht scheiße. Ja. Nee, schmeckt wirklich nicht scheiße. Mhm. Ja, mach ein Video. Ah, okay, das ist hier. Das heißt, Mineralien. Danke. Ja. Okay. Auch Joey. Der Kohle Tee. Ja, das gilt nicht als Nahrung, deshalb ist er auch. Ja, sowieso. Fischfutter. Ja. Hast du genügend getrunken? Großer Schluck? Kleiner Schluck. Kleiner Schluck. Nicht gut, was ich da gemacht habe. Das ist gut so. Du hast schmeckt schon mal nicht, okay. Alles sagen so nicht schlecht und er so, nee. Ja. Will noch jemand? Boah, wo kommt dieser Fischgeschmack her? Ja, das fand ich auch. Also will noch jemand? Vielleicht von dem Wasser noch nicht diese Restproteine so vielleicht abgekocht worden und nicht heiß genug gewesen. Vielleicht dann vom Wasser noch ein bisschen fischig drin mit. Danke. Dann kriege ich noch was für Hugo und für Stefan ab. Dann mache ich nochmal normalen Tee. Alter, der hat aber einen coolen Nachgeschmack. Bitte? Das hat aber einen coolen Nachgeschmack. Hugo wieder. Das macht jetzt alleine da hier. Och nö, nicht der schon wieder. Aber ich bin hier gerade am Laubfahren. Ja. Mit dieser Säge hier. Das geht. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen und meinten so, bei dem Format kann man die Kandidaten hier gar nicht skippen. So, die müssen wirklich alle durchgucken jetzt. War krass schnell. What the fuck? Guckt euch das an. Mit links, okay? Boom, ab. Da fahre ich gerade Lauf. Das kommt nämlich dann in mein Bett. Digga, weil heute Nacht war wirklich fast genauso schlimm wie die erste Nacht. Ich habe auf kaltem Metall geschlafen, wenn ich mich umgedreht habe. Also. Genau so. Ja, deswegen fahre ich das jetzt, mach das da rein und zeige euch, wie das dann aussieht. Wir haben einen neuen Plan. Sollen wir mal versuchen, das Ding einfach mal testweise so zu drehen, also ohne das, was irgendwie komplett wenden und zu schauen, wie es aussieht. Das, was wir fühlen, wie es da reinpasst. Die Alternative wäre, dass wir das einmal komplett so wenden, dass die Dinger nach innen zeigen. Dass das Wasser da ein bisschen besser abläuft. Aber können wir einfach mal gucken, in welche Richtung es mehr Sinn macht. Okay, und. Oh, also wunderbar. Ist nicht so schwer. Ey, ihr macht das so heftig. Richtig gut. So, dann. Sander feuert so an wie so ein Chili da. Ey, ihr macht das, ich hab das. Ey, ey, ey.
Ich gehe nach unten, heben an, oder? Wir machen was. Ich glaube, wir brauchen vier Leute auf jeder Seite. Ja. Ihr könnt erstmal einfach fallen lassen, ne? Ja. Aufs Holz? Ja, das wird fit, also einfach klein. So. Mäßig. Ah, okay, so. Damit es Morgentau nicht aufs Holz geht, schirmen die so ein bisschen ab, auch schlau. Aber dann haben sie halt kein Dach für sich selbst auch, ja. Oder keinen Schutz, Windschutz. Ja. Kriegen wir bestimmt angehoben, oder? Wenn ich, mal jetzt? Warte, ich muss erst Griff suchen. Ja, hab ich. Okay, Vorsicht, Stein bei dir und. Oh, ist das ein Geräusch. So. Ja. Aber ja, doch nicht wunderbar. Mehr Holz, also. Mehr als Dach, okay. Hölle geil. Ja gut, hat er ja gesagt, für den Morgentau, für die Nachtwache, dass die quasi da ein bisschen Schutz auch hat. Ja. So. Jo. Hier haben wir jetzt wunderschön ein doppelhäusiges, doppelwendiges Notunterkünftchen. Wir haben innen den Tresor, nenne ich den jetzt, für Hugo und die Mädels. Tresor, also kein Backofen mehr. Hat ein Backofen nicht so ganz funktioniert, wie es aussieht. So, am sichersten hier draußen haben wir dann eine wunderschöne Wiese. Trocken und auch relativ warm. Bei der Nacht, wenn so heute ist, dieser ganze Kondens runterkommt. Müssen wir hier noch ein bisschen auslegen, Matten nehmen, machen vielleicht noch ein bisschen begradigen. Ich lag heute Nacht hier, ein bisschen näher sogar hier. Am Feuer, aber möglicherweise machen wir das Feuer auch ein bisschen breiter, dass wir größere Stücke drauf machen können. Und im Laufe der nächsten Tage werden wir dann auf der rechten Seite zubauen mit Grünzeug. Jetzt haben wir das Sägen als Werkzeug. Und ja, geht voran, wenn es langsam aber sicher ins Schlachtfeld wird. Aber immer geordneter, immer schöner. Mhm. Home sweet home. Joey, der Ehrenmann. Macht gerade mein Bett. Dankeschön. Sieht richtig schon cozy aus hier, ne? Richtig kuschelig irgendwie. Kuschelig-muschelig. Da würde ich auch voll gern schlafen drin mal. Sieht cool aus. Klar, wahrscheinlich trotzdem kalt nachts, aber doch, hat was. Wohniges, ja. Gleich testen, ob das dir passt. Sonst kriegst du mehr. Ja, aber ich glaube, also bei mir ist das Wichtigste wirklich die Mauern. Die haben richtig, die waren richtig schlimm. Kondens der Wände, meint er. Ja. Wir versuchen das heute mit die Alufolie. Und dann guckst du mal. Also in einer Viertelstunde, ich glaube, ja, kannst du Liegeprobe machen. Boah, oha. Gänsehaut. Und ich trinke hier meinen Tee. Ja, kommt mal mehr. Ja. Sein Kohletee. Ja. Ja. Es ist aber nicht so, als hätte ich nicht mal Luft, ne? Ich habe auch mal Luft. Ja klar, Hugo. Nein, das klingt so. Nein, du warst heute echt. Ey, no joke, Hugo war heute übel strong, übel schwer gegangen. Und jetzt auch noch ein Bett gemacht und dann noch mit mir Stöcke sortiert, ganze Zeit. Ja, und die Zeit vergeht schneller. Ja, wenn man was macht. Gestern, ja, genau, gestern war ich am Heulen, Alter, weil die Zeit so. Hat ganz Telefon die Tür geklingelt. Ich gehe ganz kurz ran. So, bin ich wieder. Kam Bettwäsche an, neue. Ich kaufe mir wohlige Bettwäsche bei Amazon und die hier müssen sich was zusammenbauen aus Gestrüpp und so, perfekt. Weiter geht's. So langsam war und heute? Bruder, ich freue mich, wenn wir später alle wieder vor Kamin sitzen, ne? Ich freue mich nicht, weil ich habe eine Lungenentzündung durch die Scheiße da. Ich mache jetzt eine Liegeprobe. Film mal. Warte. Und hier ist. Bisschen weich aus. Ja, das Metall hier muss auch wieder. Wird halt auch platt gelegen mit der Zeit, da muss man halt jeden Tag nachfüllen auch, ja. Über weg. Das gut gefallen hier. Ich krieg das gleich weggekloppt. Ja. Also hier ist geil. Okay. Kommt da auch noch was oder nicht? Aber ich frag mich jetzt auch gerade. Ach nee, ich hab irgendwas falsch eingestellt gerade bei mir. Naja. Ich frage mich auch gerade, wo ist Stefan schon wieder? Wo ist er gerade? Was macht er gerade? Beispiel das hier. Oh ja, oh mein Gott, ja. Okay, dann machen wir den da. Die Mädels haben ihre Matratzen. Ja. Die bringen wir rein, die sind auch trocken. Wir machen ein bisschen vielleicht mehr Gras. Wollen wir hier Gras und dann das drauf?
Was drauf? So, also hier Gras und dann das oder einfach so drauf. Das ist. Oh ja, das ist sehr geil. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ich mach dir den Stahl gleich weg, da vorne. Ja. Also weg heißt, bieg dem halt so weit es geht. Das ist eine blöde Stelle, zum Schlafen, weißt du? Ja, besser? Aber es ist richtig geil. Okay. Das ist scheiße gemütlich gerade. Geil. Ja, für ihn alleine, what the fuck, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Aber Digga, hier liegen ist wirklich Premium-Shit. Alter, what the fuck, das wird eine geile Nacht. Naja, du kannst immer noch ich bin gespannt, wie die Nacht wird, ob es wirklich geil wird. Dazu kommen, Uwe. Ja? Ja, natürlich. Aber hilft jetzt mit, er sieht auch mit, okay. Warum die Musik aber gerade? Sau geile Säge. Die Säge ist ja übel krass drauf. Hey, wie geil. Hugo, noch wieder woanders auf Tour gerade. Stefan hat für heute Nacht einen riesen Heuballen für uns gesammelt. Ah, cool. Ja. Das wird so pervers, wenn wir uns das da später entweder vor den Kamin legen oder wenn wir das in die Bude reinpacken. Da ist auf jeden Fall ordentlich was dabei. Auch sehr, sehr geil. Das wird sehr, sehr geil, Leute. Junge, und ey, guckt mal, wie viel Holz wir gesammelt haben. Das jetzt auch klein gemacht haben, ne? Heute. Stefan ist hier gerade noch am Arbeiten. Das wird, glaube ich, eine geile Nacht. Es wird eine sehr, sehr geile Nacht. Und von Stück zu Stück wird es besser. So. Wir machen jetzt einen Formcheck. Ah, jetzt schon. Wie ich nach... Jetzt schon, ich will es in einer Woche machen. Jetzt geht ja viel Wärme verloren, wenn ich es nackt mache hier. Meine Haare wieder schrecklich. Ja. Ja. Ey Jungs, wenn ihr Haarausfall habt, egal, ich habe auch. Und es ist egal. Okay? Okay. Ist doch alles. Danke, Hugo. Ich habe noch mehr Hausfall als du, aber danke, ich fühle mich durch deine Worte bestärkt. Vielen Dank. Das ist scheißegal. Also, Formcheck. Ich habe noch gar keinen gemacht, weil es auch viel zu kalt ist dafür. Aber ich will wissen, weil ich weiß von mir selber, ich habe Speck am Bauch, okay? Und ich will jetzt gucken, das Trikot, ob das weg ist. Boah, ist das kalt. Ja. Ja, doch, ist schon ein bisschen was weg. Ja, doch. Schon weg. Geil. Ja, das kommt dann auch wieder drauf. Wir haben es ja Kevin ja auch gesehen. Kevin ja auch übelst krass abgenommen gehabt während den 2 Wochen. Und am Endeffekt dann doch alles wieder drauf mittlerweile. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall eine Woche durchziehen. Aber was bei mir reinkrittet, was ich niemals gedacht hätte, ich habe immer gesagt, krittet bei mir nicht rein, ist das, ich habe Heimweh, actually. Mhm. Jetzt schon. Ich weiß nicht, ob das cringe ist, ob das kacke ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin halt noch ein junger Schwanz. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch eine Pussy. Ich habe keine Ahnung. Was wir machen jetzt? Also aber ich habe Heimweh einfach. Ich vermisse. Er sagt ja, junger Schwanz, so, jetzt zieht er seine Hose erstmal runter. Was macht man doch jetzt? Wir haben einen Fitcheck von seinem Schwengels machen oder was? Aber er muss die Schicht wieder reinstopfen, ja. Ja, ich vermisse mal nach zu Hause. Keine Ahnung. Weil es ist ja nicht nur so, also ich bin ja auch oft weg und da habe ich auch kein Heimweh. Ja, manchmal. Aber ich kann ja auch nicht irgendwie mit Family irgendwie schreiben oder so. Geht ja alles nicht. Naja, was willst du machen, ne? Nur die Harten kommen in den Garten. Oh. So. Jetzt wird das neue Trikot wieder angezogen. Oh, hoppala. Nochmal Reporter News. Die Gruppe hat sich wieder geheilt. Stefan macht jetzt auch Sachen. Gut. Haben genug Schildtränke getrunken. Ja, Schild ist wieder hochgefahren.
hat mir auch Gras oder beziehungsweise einem Mädchen Gras gefarmt für Bett. Mein Bett ist Maschallah, dank Joey. Alter, Joey, wirklich König, Alter. Der scheißt auf sich selber und guckt nur auf andere. Das ist krass, wirklich. Also, ich muss einfach Props an Joey aussprechen. Der ist wirklich ein Motherfucker. Der hat auch gelernt von letzten Staffeln, glaube ich, wo er da Jan die ganze Zeit gefoltert hat quasi mit seinem Machen, Tun und nicht auf ihn so wirklich krass gehört hat und sowas. Ja, verstehe ich, ja. Aber für Jan war das sowieso nichts. Das ganze Format hat ihn ja ein bisschen aufgefressen auch. Weil Jan ja eher so der Freigeist ist, der viel macht und tut, und das war für ihn eher so ein bisschen monoton Überlebenswillen und sowas. Das war damals ein bisschen was anderes noch, ja, ja. So geil. Oh, und er nennt mich auch immer, wie nennt er mich? Udo? Junge, ich will einfach Udo, hä? Aber geil, wirklich geiler Typ, Alter. Ich muss echt sagen, ich merke meine Beine von der Tour, als ich den Werkzeugkoffer geholt habe. Ich merke richtig meine Waden. Jetzt, wenn ich Wadentraining gemacht habe, irgendwie ganz komisch. Normalerweise kriege ich das alles ab, aber wenn du keine Proteine hast, keine Energie, die du einsetzen kannst, dann wird es schwierig. Joe verändert jetzt hier unser Lagerfeuer erstmal. Er hat es vergrößert, damit das Feuer noch mehr zur Mitte kann. Damit wir nicht alle hier am Rauch verrecken. Er meinte, Untergrund wäre Premium-Bett. Mir war auch heute Nacht oder gestern Nacht richtig übel. Und dann noch der Rauch so dazu, das hat das irgendwie alles verstärkt. Ja, das haben wir auch mir gesagt mit Übelkeit, dass das wohl Leute sich daran gewöhnen müssen, dass es für alle jetzt gerade so ein Ding ist, dass der Magen halt nicht weiß, dass es nichts zu essen gibt und deswegen halt einem übel wird erstmal so die Umstellung halt vom Essen. Genau. Jetzt sieht das so aus, ja. Leute, guck mal, was wir mittlerweile heute für ein geiles Bett hier haben. Oh, dieser Rauch, Alter. Hör mal. Erstmal eine richtig fette Müllschicht. Darunter Metallstäbe. So. Dann diese fette. Das wird übrigens ausgeholt. So, Bett. Wir haben es jetzt erstmal mit hier sind Metallstäbe, die haben wir komplett zugelegt mit Ästen und Holz. Hier auch drunter. Dann zwei schöne Folien. Und ich glaube, Julia und ich werden heute Nacht unseres Lebens da drin haben. Aber nur wegen unserem irischen Meister hier. Okay, dann machen wir die Markise. Weil ich muss zwei Stöcke schneiden. Ja. Dass das so heute nur provisorisch. Ja. Mal gucken, dass wir das richtig so, festkriegen, dass wir das immer schön abrollen können. Dieser Mann hat einfach eine Markise gebaut. Ich glaube, ich habe es schon gezeigt. Aber Junge, einfach eine Markise vor der offenen Tür. Julia, und wie ist es? Markise, dass das zurollen kann, weil als Tür. So, ich verstehe. Wir müssen hier noch was hinmachen. Weil es ist immer noch so Brücke. Aber sonst schon tausendmal geiler. Ja? Ja, das ist auf jeden Fall schon Ultra-Upgrade. Ja, dann, dann hole ich mal das andere jetzt einmal noch runter weg. Boah, das wird geil. Das wird so f***ing geil. Boah, ich hätte so Schiss wie eine Darkstar drauf, vor, dass ich meine Handfinger erwische oder sowas. Klar, Handschuhe schützen das, aber ich weiß nicht, inwiefern nur ein Finger ab ist. Du bist am Dauerlächeln, das ist so krass. Ich habe den Vorschlag gemacht, lasst uns doch mal das Holz um das Feuer, vor allem wenn es tagsüber am Glimmen ist, wie so ein Kamin, drumherum schichten, ne? Dass du das Holz so blub, drumherum schichtest, dass die Grundwärme das Holz trocknet. Hat den Vorteil, es qualmt nicht. Ja, hat es auch nicht einen Nachteil, dass es auch theoretisch schon anfangen könnte zu brennen, alles um das Feuer, Lagerfeuer rum? Weiß nicht, das sind Vor- und Nachteile, weiß nicht. Tock sind wir da, wie bescheuert, haben den ganzen Tag einen Qualm in der Fresse. Und hin und her, das scheiß Holz brennt nicht, weil es nass ist oder feucht, klamm. Du müsstest es einfach nur hinstellen, fertig. Da habe ich gesagt, ich will es machen.
Nö, passt so. Wir brauchen den Platz. Okay, cool. Dann können wir so. Nein. Okay, cool. Weißt du, allein diese Kleinigkeiten, ja? Dieses konstante rausgedrängt werden, das ist das, was mich wurmt. Ich habe keine Kompetenz. Ja, Joe hat dann auch ein paar Probleme, so sich mit Stefan zu äußern. Wenn es davor schon mal Drama Beef gab, ne, hat man schon gleich einen Vorbehalt ihm gegenüber. Und wenn er dann wieder einen neuen Vorschlag bringt, dann macht man direkt so, nee, passt schon irgendwie so. Also dass Joe da natürlich auch an sich Probleme mit Stefan hat, das zum Vorschein kommt auch irgendwie ab und zu mal, merkt man halt auch, ne. Also die Idee an sich nicht schlecht, es gibt halt natürlich auch viele Vor- und Nachteile, da muss halt angehört werden und dann vielleicht auch eine Gruppe mal äußern oder sowas, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich kacke jetzt, ne, wenn Joe sich hier als der dann Anführer groß getan hat und jetzt Stefan jetzt hier Kritik nicht äußern kann, weil Joe alles besser findet und sowas er macht. Das ist halt auch kacke, ne, also da haben sie echt sehr gute Kandidaten gefunden, um das Drama anzuheizen, Sam Wise Wild, weil nichts ist spannender gerade als dieses Drama hier bei dem Format. Vorher ging es ums Überleben, wie die Kandidaten sich schlagen, jetzt geht es hier ums Drama. Stefan vs. Joe. Tänzprobleme, mir ist das scheißegal. Wenn jemand meint, der muss der Baba machen, soll er den Baba machen. Ist mir doch egal, habe ich schon keine Verantwortung. Nur, wenn so konsequent jeder Vorwand genutzt wird, um irgendwie so ein dummes Statement in meine Richtung zu bringen, dann ist das echt lästig. Jetzt mal im Ernst, mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass es keine gute Idee wäre, Holz zu trocknen. Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Wenn du keinen Bock hast auf Rauch in der Fresse. Sind sie da oben gesessen, haben 4 Hagebutten gehabt und haben sich gefeiert für 4 Hagebutten. Ich bin so, Alter, man muss ja immer rausgehen. Und das ist das, man muss seine Gegend halt auch mal anschauen, man muss ein bisschen erkunden. Ja, dann mach du das doch, Stefan. Sag doch denen, hey, ich geh jetzt raus und so ein paar Hagebutten oder sowas. Ich gehe die Gegend ein bisschen anschauen. Kann er ja machen, kann er seinen Job da sein, wenn er das gerne macht. Da muss er nicht dadurch eigentlich Holz hacken. Klar, natürlich, wir helfen mit fürs Feuerholz, ne? Wenn er das selbst Feuer in Anspruch nimmt, auch ein bisschen mithelfen. Aber er kann natürlich auch alleine auf Tour gehen. Hugo geht ja auch alleine auf Tour, macht hier Fit-Checks und sowas. Er kann ja auch alleine rumgehen und Hagebutten sammeln und sowas. Wieso nicht? Man muss wissen, was da los ist. Sie sitzen alle nur da oben rum, tun ihr Süppchen kochen. Ja. Und verpassen eigentlich das Schönste. Wenn die wüssten, wie schön das da hinten ist. Ja, die sind auch nicht hier für Sightseeing-Tour jetzt auch, Stefan. Die wollen überleben gerade. Die meisten haben nicht so viele Energieressourcen wie du vielleicht. Wenn der Joe das mal sehen würde und dann mal die Jagdgründe, er ist doch Jäger, wenn er die mal einfach sich mal anschauen würde. Dann geht Schlingen hoch, zack, ist dann einfach hochgelaufen, bam, und hat 3 Schlingen hingehängt und ist wieder gegangen. So, das ist die Aktion. Wird natürlich heldenhaft gefilmt, aber... Prioritäten setzen nennt man das erstmal. Erstmal Schlafunterkunft, Wärme, so Punkt 1 abgehakt. Wenn abgehakt ist, danach kann man sich gucken nach Essen. So, weil Essen kann man ja aushalten, von so einem Tag nichts zu essen, glaube ich. Wasser haben sowieso da, das da mangelt es ja nicht. Aber Wärme hat, wie Stefan schon selbst gesagt hatte, ist das Wichtigste erstmal. Wärme und guten Schlaf. Daran erholt man sich auch. Ja. Er weiß ja nicht mal, dass es bessere Sachen gibt. Das ist echt schade. Ich will ja diesen Erfolg. Ich will mit der Gruppe den Erfolg. Ich möchte, dass Joe Jagderfolg hat. Ich will das. Ich will, dass er das hat. Weil das gut fürs Zusammenleben wäre. Das wäre gut fürs Gefüge. Ich will, dass die Leute ihre Erfolgserlebnisse haben. Ich will das. Das ist geil. Ja. Das ist doch das Schönste. Ich bin ein scheiß Lehrkanal. Mein ganzes Leben dreht sich darum, anderen Leuten coolen Shit beizubringen, damit die eine geile Scheißzeit haben da draußen. Eine geile Scheißzeit, ja. Wie gesagt, das Wichtigste ist für mich der Spaß. Ich muss niemand was beweisen. Merkt man dir aber nicht so ganz, dass er Spaß dabei hat in dem Ganzen. Ist mir scheißegal. So, jetzt genieße ich das hier noch ein bisschen. Jetzt gehe ich hier mal wieder hoch, bevor ich meinen nächsten Anschluss heute bekomme. Weil ich wieder zu lange weg war. Aber ich habe mich ja dieses Mal abgemeldet. Ja, sehr gut. Lächerlich, Alter. Das muss ich als nächstes dann noch. Anmelden, wenn ich zum Scheißen gehe oder was? Ja, in der Gruppe besprichst du, was du gerade machst, wohin du gerade gehst. Dass jeder weiß, was dein Job gerade ist, was du gerade tust. Um zu gucken, was du für Ressourcen du noch benutzen kannst oder wie man dich noch einteilen kann und sowas. Wenn ich hier Besuch habe, sage ich auch, ich gehe kurz aufs Klo. Sage ich auch Bescheid. Hä? Man sagt Leuten Bescheid, was man gerade macht. Dass die Bescheid wissen, wo du gerade bist. Das ist ja gerade die Kritik von Stefan gewesen, gegen Stefan, dass niemand weiß, was er gerade macht oder wo er gerade rumläuft und dass er irgendwie weg ist.
Ich bin eine Stunde hier gelaufen. Lass es eineinhalb sein. Mann, hier ein Drama draus, ey. Weil die Städtler-Kinder da mal drei Schnitzer Holz hier arbeiten mussten, oder was? Echt jetzt. Lächerlich. Jetzt beeft er die wir alle an wieder, oder was? Ich dachte, das wäre alles gut gewesen. Weiß er nicht, dass diese Aufnahmen hier auch gerade auch alle in den Formaten gezeigt werden und die es auch ansehen werden nachher, darauf reagieren werden alle, was er gerade in die Kamera sagt? Also es sind ja nicht nur die Leute, die Zuschauer, die es sehen, sondern auch die mit denen er gerade abhängt. Das macht nicht sympathisch. Was wäre ein Grund für euch, jetzt nach Hause zu fahren? Boah, ich sag... Ja, das wäre eine gute Runde. Ja, wäre eine gute Runde. Dann fangen wir bei dir an. Hier, wir haben bei Hugo angefangen. Kein Bock mehr. Ja, dann gut, dann will ich doch mal was anderes sagen. Kein Bock mehr, okay. Mach. Okay. Julia, jetzt du? Ein Grund, warum ich jetzt nach Hause gehen würde? Wenn ich mir ins Bein schneide oder wenn zu Hause irgendwas passiert ist, was richtig schlimm ist. Okay. Also, aber wir sollten wissen, was Schlimmes passiert ist. Werde ich vielleicht kontaktiert notfalls dann? Anders kannst du das mitbekommen, über einen Funkspruch oder so vielleicht. Krankheit halt einfach. Oder Verletzung. Also, ich gehe erst nach Hause, wenn, keine Ahnung, das ist jetzt aber auch so übertrieben, wird auch nicht passieren, wenn meinen Kindern was passiert halt. So. Davor ziehst du hier durch? Hm? Auch mit, wenn dir ein Finger fehlt, würdest du auch hier bleiben? Ja, das ist jetzt übertrieben, natürlich. Ja klar, was ist denn los, ne? Also so verblute ich ja oder entzündet sich alles. Ja. So, dann. Ja, wenn mir ein Finger fehlt, dann muss ich los. Ja. Erst wenn kein Finger mehr an meiner Hand ist, dann höchstens, dann hau ich ab. Ein Finger ist ja wurscht, brauche ich nicht. Ja klar, wenn ich mich jetzt auch schwer verletze, wo ich merke, okay, dann würde ich auch lieber ins Krankenhaus wollen und dann, dass alles ein Chico ist. Also bei mir tatsächlich so, weil darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Erstens, wenn Patricia was passiert, also wenn sie schwer krank wird oder sie verlässt, Unfall hat oder so, habe ich denen auch geschrieben, dass ich nur dann kontaktiert werden möchte. Als Außenfaktor ist halt wirklich nur, wenn meine Frau was passiert. Als andere würde ich halt durchmachen. Und was wäre Innenfaktor? Also keine Außenwirkung? Schwere Erkrankung, bei der chronische Nachwirkungen mein Leben stark beeinflussen würden. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen starken Husten hätte und hätte ich jetzt... Das ist kein Grund zum Abbruch. Also ich habe mir so überlegt, also Verlust von dem Fingerglied wäre eigentlich kein Abbruchsgrund. Nein, Fingerverlust? Nee, mein Ernst. Jetzt will er sich auch richtig cool tun. Nee, also safe. Wenn er, also als ob Joe jetzt sagen würde, oh, Fingers ab, ich mach weiter. Das Safe nicht. Tausendmäßig nicht. Der würde anrufen. Das ist jetzt die Show hier. Der war der auf Show jetzt hier, safe. Also was ist denn das hier jetzt? Also dann werde ich nicht drinbleiben. So was kann... Du bist jetzt der Kleinfinger. Ja, Nummer eins, wenn der ab ist, den kriegen wir hier nicht mehr angenäht. Wenn er ab ist, ist er ab. Ja, das stimmt. Naja gut, doch. Also wenn man dann schnell Notruf wählt, rote Taste, kommt der Heli, legt man den Finger auf Eis, kann man nicht noch wieder annähen dann wieder? Zumindest ein bisschen. Also, Versuch ist ja wert. Gut, zur Not kann man dem Hugo zum Essen geben, aber trotzdem ist es weird. Oh Mann. Ein Fingerglied. Nein. Muss ja trotzdem. Aber du hast doch Schmerzen des Jahrhunderts. Nein, hast du gar nicht. Aber das ist ein Survival-Ding, weil er liebt das Survival-Ding. Ja. Nein, also, das wär für mich kein Grund abzubrechen. Tschüss. Sandra, hast du für mich? Okay. Digga, auf jeden Fall, wenn es regnet, also wenn der erste Tropfen hier runterkommt, ich schwöre euch bei Gott, ich drück direkt den roten. Es regnet, du bist weg? Ja. Hä, du hast so ein Dach. Wir haben dir ein Dach gebaut, Junge. What? Weil die Sache ist, Regen ist automatisch mit extrem viel Wind. Und Leute, ihr müsst überlegen, ich habe nur eine H&M-Leggings. Ja, check ich. Also ich kann mir... Ja, es war auch schön dumm, das zu machen und Leggings zu tragen. Vorstellen, wenn mein Körper, und das wird mir auf jeden Fall in den nächsten 5-6 Tagen auf jeden Fall sein, dass mein Körper so eine Grundkälte hat, weil ich wirklich nur meine H&M-Sport-Leggings habe. Digga, einfach mit einer Sport-Leggings. Warum? Digga, ich hab halt. Ja, weil die dumm ist, Mann. Was hast du? Was ist ihr Outfit, Junge? Das ist. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass ich in 4 Tagen spätestens sage, ich habe so eine Grundkälte in mir, da ist auch nichts mehr zu retten. Also, frieren,
ein Grund wäre schwere Unterkühlung, die nicht selbst behandelt. Ich glaube, die könnte mir gut passieren mit der Leggings. Ja, aber erst, wenn du unterkühlt bist. Ja. Und davor schieben wir dich einfach ins Flugzeug. Du kannst gar nicht unterkühlt werden. Ja, wir schieben dich ins Flugzeug einfach. Ja, dann machen wir Feuer an und dann passt es schon. Stefan, wir haben gerade unsere Gründe genannt, wann wir abbrechen würden. Wann würdest du abbrechen? Was müsste passieren? Also erstmal außen, was müsste draußen passieren? Es kann hier nichts mich abbrechen. Und hier drin? Ich breche hier nur ab, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich will keinen Spaß mehr machen. Ja, aber wenn jetzt als Beispiel, weiß nicht, was mit deiner Frau passiert oder so. Ja, natürlich. Ja, das meinten wir ja. Ja, oder wenn du dich verletzt oder so. Die Grundinformation. Ja, ich meine, die Frage ist ja an sich, was ich über diese stellen muss, wenn der Frau was passiert, dann natürlich geht man dann weg raus, oder? Also, das ist ja das Ding, was ja einem, was ja für alle der Grund wäre wahrscheinlich. Ja, erstmal nicht erreichen. Doch, dann, wir werden informiert. Ja, wir werden auf jeden Fall informiert, ja. Wenn meiner Frau was ist, dann bin ich natürlich zack zu Hause, ist ja logisch. Ja, Sandra hat gesagt, wenn es regnet, ist sie weg. Ich habe gesagt, wenn der erste Tropfen kommt, dann wird der rote gedrückt. Bei Regen. Und dann müsst ihr euch irgendeine Krankheit bei mir ausdenken. Und jetzt, so, wenn ihr jetzt hier drin was passiert, Beispiel, wir haben ein Beispiel genommen, wenn ihr einen Finger abschneidet, aus Versehen. Wenn ich noch Bock habe, bleibe ich da. Ich generell keinen Bock mehr habe, gehe ich einfach rein. Also auch wenn der Finger ab ist, dann oder was? Wenn der Finger ab wäre und du noch Bock hast, bleibst du da? Ja, ab ist ja so richtig komplett durch ab. Ja, genau. Ja, ab. Das sind ja Beispiele. Ja, wir sind alles wenn meine gerade. Hand fehlt, dann fahre ich nach Hause und lasse ich mir wieder anschrauben. Ist ja logisch. Okay. Wenn der Finger abgeht, lasse ich mir den wieder annähen. Das ist ja auch klar. Ist ja, okay. Ich glaube... Ja, würde ich auch machen, ja. Das ist vernünftig auf jeden Fall. Wenn hier ein Finger abgehen würde, würde der eh nie wieder dran, weil wie lange ist die Zeit? Halbe Stunde? Hatte man Zeit? Nee, schon ein paar Stunden, aber... 6 Stunden oder so. Ja, sowas. Echt? Aber Fingerglieder können selten richtig angenäht werden. Also... Ich will trotzdem, Alter. Junge, ich mach davon Vlog. Du verlierst dein Bein. Ja. Haben wir schon gesagt. Stimmt, Sandra verliert ihr linkes Bein, das wissen wir doch schon. Und dann essen wir das alle. Ja, aber du isst mit. Natürlich esse ich. Weil ich immer so Raucherbein essen will dann. Gut, aber Sandra hat ja gut sein Entzug mich gerade gut drauf. Muss ich manifestieren jetzt hier, ey. Ja, wirklich. Nein, Mann! Leute, ich bin gerade dabei, den hoffentlichen Lifehack Deluxe zu machen. Und ich mache mir im Feuer ein Stein heiß. Ich weiß nicht, ob man das gerade erkennen kann. Da. Ich habe gerade Sandra schon einen gegeben, den ich warm gemacht habe. Und sie meinte, wäre absoluter Gamechanger. Die hat gerade ihr Leben geliebt. 2 Sekunden vorher hat sie gesagt, sie drückt gleich den roten. Und auf einmal war sie im Himmel. Deswegen hoffe ich, dass mich dieser Stein gleich auch in den Himmel befördert. Also im Positiven. Dann hoffe ich mal, dass er dir gute Dienste leistet. Ja, ich schwöre. Ich hoffe, dass er mir gute Dienste leistet, mein Steinchen. Aber er sieht auf jeden Fall schon relativ warm aus. Und das könnte was Gutes geben. Ja, so eine Art Wärmekissen dann, ne? Wenn das Flugzeug gut isoliert ist, so ein bisschen von außen, kann das schon Wärme von innen nach außen geben auch, ja. Innen raus. Ah, shit. Oh, ist Feuer. Yo. Da fackelt ab. Oh, fuck. Yo. Yo, yo, yo. Okay, wir haben da drin noch Leute. Warum die Folge hitzige Gespräche heißt, weil noch Hitze kommt später. Halleluja. Nicht ins Flugzeug rein, das geht ja direkt, packe ich noch. Halleluja. So, mach das Feuer da hinten mal aus. Weg mit der Kamera, hinten nach Flugzeug noch Feuer da. Hier ist gerade die Hölle los. Hier wird alles Feuer gefangen. Da kommt jetzt offen hier raus. Das Flugzeug hat an zu brennen. Das Dach ist ruhig. Weil es auch so schnell brennt. Ist nicht schlecht für ein Flugzeug, wenn es so schnell brennen kann?
das hat ja richtig schon krass lang gefackelt. Haben die es nicht mitbekommen? Haben die gerade wahrscheinlich geschlafen, Nachtwache, und dann vielleicht Nachtwache auch kurz eingepennt. Oh, hier liegt der Uwe. Mein lieber Freund, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe. Ich hab's gerade aufgehört. Wir haben hier Holz zum Trocknen gehabt und irgendwie sind die Flammen dann wohl so groß geworden. War das nicht, Stefan? Habe ich das nicht vorhin gesagt? Wollte Stefan nicht das Holz trocknen außenrum ranlegen und dann ist es, wie ich vorhin gesagt habe, das Feuer dann angefackelt, das Holz auch? Nein! Ja, Stefan, ja. Dass sie dann auf das Trockenholz übergegangen sind. Mhm. Und dann hat das hier mal kurz richtig Alarm gemacht. Ja. So, wie geht's hier drin? Digga, ich hab richtig den Schock bekommen, Alter. Ich bin direkt aufgestanden. Hat die alle geschrieben, es brennt, ich höre auch so Flammen irgendwie. Ich hab richtig einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Ich dachte, auch nicht so schön davon geweckt zu werden. Vor allem auch, das ganze Pflanzenflugzeug, wenn das schon mal so leicht entzündlich ist, dann wären die da drin gefangen gewesen im ganzen Ding. Muss ich träumen. Ach du Scheiße. Leck mir am Arsch, Alter. Ich schaffe es weiter, juckt. Der Typ, das ist einfach nur bescheuert. Also, Supergau. Fast wieder uns komplett die Bude abgebrannt. Stefan hat irgendwie ein Wilder heute Abend, warum auch immer, zig Blöcke Holz um das Feuer gemacht, damit die trocknen, damit er nicht aufstehen muss bei der Feuerwache, weil er heute für die Feuerwache da war. Mhm. Und das ist natürlich alles in der Stichflamme aufgegangen. Und das Ergebnis ist, dass uns komplett der Flügel abgebrannt ist, also der vordere Teil des Flügels. Ja, ist jetzt halt gefundenes Fressen auch, ne, für Joe gegen Stefan weiter zu wittern, ne. Aber da hat auch Joe natürlich auch Kacke gemacht, ne. Das ist ja, das weiß sogar, hat mich so ich vorher gesehen, als nicht absoluter Laie, was Survival angeht und sowas. Dass das vielleicht keine gute Idee sein könnte, so generell, ja. Ist abgebrannt, es war super knapp für Joe, der unterm Flügel gesteckt hat. War knapp für mich, weil ich unter so einem riesen Stiefeln, also zum Kotzen. Was ein kleiner Schock hier, ey. Hugo und die Mädels haben gar nichts mitgekriegt, ne? Ja. Besser ist es. Wo ist Joey hin? Ganz gute Frage, ey. Ach so. Der schläft noch. Ja, das wäre daneben gegangen. Scheiße, fuck. Ja. Wo alles unter Flammen stand, hat der ja noch geschlafen. Ja. Ich bin dann raus, hab geguckt. Ich sag, wo ist Joey? Und der pennt noch und hab ich ihn wach gemacht. Der wusste auch nicht, wo vorne noch hinten war, kurz, ey. Das kann man gar nicht zuordnen, wenn du wach wirst und es brennt gerade. Das ist so ein komischer Schock. Mhm. Oh, so Gott. Wer hat den Typ hier reingeholt? So, Stefan. Ich meine, die Absichten waren ja okay von Stefan. Ne? Er wollte ja, wie gesagt, nur, dass es halt trockenes Feuer ist. Er wollte der Gemeinschaft ja helfen. Aber er hat anscheinend doch nicht so viel Erfahrung, ne? Er hat ja selbst gesagt, das Holz und so kennt er nicht von hier. Vielleicht hat das andere Dinger, dass es schneller anfackelt oder sowas. Anscheinend ist ja hier ein bisschen was anders. Und ja, er hat vielleicht, keine Ahnung, Bushcraft, so Feuerborn und sowas, aber bei solchen Sachen hat dann schon Joe die mehr Ahnung. Du musst ja dann auch noch da ein bisschen klar machen. Vor allem hat Joe mir auch jederzeit sagen können, also die geäußert hat, dass er gern das Holz beim Feuer da trocken lassen würde. Wo sagt, er braucht den Platz, hätte Joey auch sagen können, hier, nee, es könnte auch sein, dass es anfängt zu brennen. Soll man vielleicht nicht tun. So, hätte Joey auch so kommunizieren können. Ja, vielleicht hat er direkt zu Stefan abgehackt, so, ja, nee, wirkt nicht, der labert immer Müll. Was auch wieder schlecht ist, ne, ja. Dann steig bitte aus dem Schlafsack, nimm jeden diesen einzelnen Scheiter und leg ihn vor draußen hin, okay? Ey, ich war gerade eingepennt, was für ein Scheiß. Ich war voll im Schlaf, alles krass. Ja, jetzt kenne ich auch den Buschkraft-Trick. Ja. Jetzt kenne ich auch den Buschkraft-Trick mit dem Trocknen von Holz im Feuer. Hör auf, Mann, das ist Standardprogramm. Nein, das ist nicht Standardprogramm. Das ist ganz normal. Dabei, also, so. Frage an die Community. Wenn man diese Menge Holz hier in dieser Feuerstelle lagert, ist es erwartbar, dass. Er hat sie innen drin gelagert.
Ich dachte, er will sie wenigstens in die Nähe vom Feuer legen. Die haben ja auch letztes Mal gezeigt, dass so Schuhe und so auch schon dampfen begonnen haben, wenn man die weiter. Die haben sie ja auch nicht ins Feuer reingehalten. Aber er hat die in das Ding unten reingelegt auch noch. Oh nee, das war natürlich richtig doof. Das war okay, das war echt nicht schlau. Dass sie irgendwann anfängt zu brennen. Schreib's mir unten in die Kommentare, sonst bin ich nämlich ziemlich pissig heute Abend. Das hätten wir das jetzt nicht gefilmt, das hätte uns keiner geglaubt, dass fast uns die Hütte abgebrannt ist, Alter. Das war wie ein Actionfilm gerade. Wir können echt froh sein, dass wir wirklich irgendwie nicht diese Plastikscheiße vom Flügel ins Gesicht bekommen haben. Ja, guck mal, da ist das Schlauchboot. Wenn das angefangen hätte zu brennen, wäre das reingefallen zu den Mädels, das wäre Feierabend gewesen. Ja. Was für eine Scheißidee, eine Tonne Holz im Feuer zu lagern und zu erwarten, dass es trocknet und nicht brennt. Im Feuer vor allem, ja. Es war hier in der Feuerstelle drin. Hier in der Feuerstelle drin. Übertreib. Uwe, was sagst du? Ja, wir haben es ja alle gesehen, dass wir drin waren. Wir haben das auch zusammen hier alle so schön gelagert. Ja, so, das war alles überall komplett drumherum. So bla bla bla. Und dadurch hat es halt Feuer gefangen. Ja, das ist doch absehbar. Ich mache Holz in die Feuerstelle, damit es anfängt zu brennen. Und es war eine Tonne Holz jetzt da drin. Mhm. Das war eine scheiß Idee. Das war einfach eine scheiß Idee. Okay? Machen wir es einfach in Zukunft weiter. So wie bisher. Dann brennt es nicht die Bude ab. Ja. Völlig unnötige Nahtoderfahrung. Ja. Okay, Joe, dann eine gute Nacht, ja? Gute Nacht. Über ein abgebrannten Dach hier. Ja. Oh. Stefan, dir auch gute Nacht, Digga. Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Guten Morgen, Uwe. Und heiß geschlafen? Ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber ich glaube, das war bis jetzt die beste Nacht. Ja. Ja, es wird besser. Also trotz des Abenteuers okay. Aber ja. Es war zwar arschkalt auch an den Füßen, aber irgendwie war es so. Ja, man kennt das jetzt so. Ja, ja. Guck mal, wenn es da oben. Guck mal, das ist sogar aufs Boot gefallen. Und dachte, nein, das ist nur ein Traum. Ich wäre wieder weg gewesen. Ja, ihr wärt tot gewesen. Wie unschillig. Das Boot oben, das hat... Ihr wärt tot gewesen. Wie unschillig. Ja, würde ich auch sagen, ja. Feuer abbekommen. Wenn es angefangen hätte zu brennen, hätte es drin gebrannt, die Schlafsäcke gebrannt, die wären alle drei verbrannt. Leute, guckt euch das an. Das ist so... Ich schwöre euch, da drin ist einfach so ein Mini-Loch schon. Das ist so heftig. Ist ein Loch bei euch drin, oder? Ja, aber das siehst du doch von vorne. Guck dir das mal an, Leute. Eigentlich ist der Plastik runtergeregnet. Da ist nichts passiert. Das Plastik runtergeregnet, wenn jetzt jemand auf die Haut gekommen wäre, das wäre schwerste Verbrennung. Sowas ist, solche Flecken hier im Gesicht, das ist alles Plastik hier, das runtergefallen ist. Sag mal, das Ding ist, ich lag hier so, guck mal, so. Mhm. So. Und dann höre ich, glaube ich, Joe, und dann ist alles voll hell. Ich guck, das ganze Dach brennt hier weg. Ja. Ich habe nur Feuer geschrien, Ja, genau, siehst du, wie das hier runtergetropft ist? Mhm. Hätte auch da mein Kopf sein können, mein Kopf war aber hier. Boah, richtig Glück gehabt. Ich wäre voll am Arsch gewesen. Ja. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich wäre voll am Arsch gewesen. Ein paar B-Rolls gedreht? Haben sie die Kamera eingestellt und was gedreht noch? Es wäre sehr, sehr lieb, wenn ihr uns auf eine Tropenstaffel schickt, das so als Ausgleich dafür, was ihr uns hier angetan habt. Also, nicht nur, dass ja, dieses Gruppensystem, Gruppendynamik-Ding, könnt ihr auch wieder machen in wärmeren Gebieten mal wieder. Wäre auch mal spannend. Wäre auch was Neues wieder, ja? Etwas kälter ist als erwartet. Macht nichts, damit kommt man klar. Sondern das Setting mehr als anspruchsvoll ist. Also da habe ich unglaublich Lust drauf, Joey auch. Aber ihr habt uns einen Manus mitgeschickt und der ist super, super gefährlich. Und das tut mir leid, das auch offen sagen zu müssen. Und das sage ich auch ganz offen. Der Kerl ist für uns gefährlich. Also wenn wir das gemacht hätten,
was er gewollt hätte zu Beginn, dann wären wir jetzt irgendwo alle unterkühlt im Wald. Und wenn es dann noch angefangen hätte zu regnen irgendwann, dann hätten wir richtige Probleme. Und heute Nacht sind wir wegen ihm fast in Flammen aufgegangen. Ja, wie ich sag ja, ne, gefundenes Fressen für Joe jetzt, ne, um gegen Stefan zu schießen weiterhin. Aber da muss Joe auch wieder sagen, Fehler sind passiert, Fehler sind getan. Stefan hat wahrscheinlich schon längst mitbekommen, dass es nicht so gute Idee war, hat eine Schelle bekommen, eine indirekte Schelle. Kann man jetzt einfach mal sagen, okay, abgehakt, nicht mehr wieder machen, fertig. So, jetzt, ne, jetzt darf halt schon nicht weiter das befeuern, das Ganze. Von Sandra, gut geschlafen? Ja, besser als gestern auf jeden Fall. Ja, und an die Füße muss man sich einfach gewöhnen. Ja. Beste Nacht der Tour und beste Nacht des Lebens. Des Lebens nicht, ey. Also, aber auf jeden Fall beste Nacht von den ganzen drei, die wir jetzt hatten. Von den ganzen zwei. Ja, und fast die letzte. Ja. Oder scheiße. Ja. Super gefährlich. Es ist echt, also wir leben hier wirklich Survival des Grauens. Wir wären gefühlt alle heute Nacht draufgegangen. Hätten nicht ein paar Leute gecheckt, dass das Feuer, wie hoch war das nochmal? Das war so hoch. So eine fette Stichflamme, Stefan, ne? Stefan hat um die Feuerstelle, hast du gestern gesehen, so 100 Scheiter aufgerührt, dass sie trocknen. Und wir haben uns da hingelegt und er ist auch eingeschlafen. Das ist alles abgeschlafen in einem Moment. Ja, als Feuerwache einzuschlafen ist auch nicht so geil. Also, wie machen wir das denn eigentlich, als Feuerwache? Müssen wir nicht echt durchgehend wach sein dafür? Muss man dafür nicht durchgehend wach sein? Scheiße, ja, darf nie wieder passieren. Ja, also deshalb Ansagen von Joel und mir gelten. Ja, auf also jeden Fall, ja. Es tut mir leid, das zu sagen, aber der Typ ist ein Blender. Der hat keine Ahnung von Survival. Ich weiß nicht, was er mal mit seinen Videos da postet, aber der hat null Ahnung. Okay. So lauter Zauberkunststücke, die er hat wirklich null Erfahrung, was das angeht. Genau. Das ist aus aber er kann gut arbeiten und daran sollte er festhalten, finde ich. Wenn er das macht, aber... Dann funktioniert es auch. Ja, deswegen, habe ich gesehen, dass er die Holzscheite dahin gemacht hat und ich war davon ausgegangen, er macht sie raus. Er hat gesagt, er will sie trocknen. Ja. Und ich hätte eigentlich war mein Gedanke zu sagen, bist du sicher, dass sie alle da hin sollen? Weil die können jederzeit anbrennen. Mhm. Und ich habe es mir verkniffen, weil ich so Goodwill zeigen wollte und eben nicht ihn schon wieder riskieren. Ah ja. weil ich ihn nicht wieder kritisieren wollte. Ja. Und der Typ ist einfach eingeschlafen und Uwe und ich haben das Feuer gelöscht. Und mir der Gedanke nicht schlecht, halt ans Feuer zu legen, aufzupassen, wenn es am Feuer liegt und dann das Holz halt dann wieder rausnehmen, wenn es trocken ist. Weiß nicht, inwiefern es dann nicht doch vielleicht doch wieder anfangen kann, nass zu werden, aber zumindest ein bisschen getrocknet in der Zeit. Und dann können wir es dann reinlegen dann für späteren Zeitpunkt dann. Und haben versucht, Joey irgendwie rauszubekommen und der ist bis zum letzten noch im Schlafsack gelegen. Der hat nichts gemacht. Das Mobbing vom Joe Vogel hat jetzt seine volle Wirkung zum Ausdruck gebracht. Er ist voll in Kraft getreten, sagen wir mal so. Die Gruppe ist quasi geschlossen dafür, oder mehr oder weniger geschlossen dafür, dass meine Zeit gekommen ist. Ich soll mir entweder irgendwo einen anderen Lagerplatz machen oder... Das hat ja keiner gesagt gerade. Aber ich meine, er war ja immer schon ein bisschen kritisch jetzt hier in der Zeit. Und jetzt hat er nochmal so eine Aktion geliefert, was noch ein bisschen noch, ne, das Ganze angestaltet hat noch mehr. Und klar, das ist halt so ein Ding, dass in der Gruppendynamik, wenn Leute halt dann, wenn dann einer ja so extrem raussticht, dann wird halt aus der Gruppe vertrieben, was halt der sichere Tod in solchen Survival-Situationen normalerweise bedeutet. Und das will man ja meistens verhindern, deswegen bleibt man meistens so im Teil der Gruppe so. Und versucht da teilweise aufzufallen und sowas halt auch. Ne? Das ist halt auch so ein Rudeldenken-Gedöns, was auch heute welche ja auch mal kennt. Dass man mehr so, was Mainstream ist, da mehr hingeht, weil Leute es ja interessant finden, da dazu zu gehören und nicht so außenseitermäßig sein, wenn man dann früher wird mal dafür dann halt, war es halt der Tod für einen dann, ja. Ja. Whatever ist denen egal. Also ich bin eine nicht mehr willkommene Person. Hat das jemand gesagt? Ich kann dieses Projekt hier so nicht weitermachen, weil meine gesamte Reputation, mein ganzes Sein, mein ganzes Leben quasi steht ja jetzt hier auf dem Spiel. Und steht in einem völlig falschen Licht. Und wird hier so völlig durchgezogen in einer geraden Linie.
Es ist so eine krasse Form von Mobbing, habe ich selten. Aber sieht er die vielleicht auch ein bisschen bei sich? Also natürlich sehen wir jetzt viele Aufnahmen auch nicht. Ich muss dazu sagen auch, dass die jetzt hier 4 Tage oder so unterwegs sind und wir sehen ja nur das rausgepickten Stunden da so. Wir haben jetzt bisher nur 5 Stunden gesehen von diesen 50 Stunden, die dort sind. Also natürlich kann ein paar Situationen auch da sein, die wir noch nicht gesehen haben. Kann es sein, dass wirklich krass Mobbing betrieben wird gerade. Das können wir alles nicht wissen. Wir sehen ja nur das, was uns gezeigt wird, gerade zusammengeschnippelt wird. Finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich habe das jetzt eine ganze Weile überspielt. Auch einer der Gründe, warum ich jetzt gerne so immer ein bisschen wandern gewesen bin. Unter anderem zu den vielen anderen guten Gründen für die Gruppe. Dass ich da einfach ein bisschen Abstand gewinne und so, ne? Ein bisschen reflektieren kann, schauen kann und so weiter. Da bin ich auch gespannt, ob die Uncut-Videos auch noch kommen, ungeschnitten. Wiefern da Stefan Unrecht getan wurde. Ob da wirklich noch ein paar Sachen noch passiert sind, die nicht reingeschnitten wurden fürs Drama oder sowas. Weiß ich, ob die es machen. Weiß nicht. Aber ja, das wurde jetzt einfach immer krasser. Ich wurde ja, nur noch durchgehend beleidigt. Beleidigt? Als Faker, als Aufschneider, als Taschen-Bushcrafter, als... Also wirklich das volle Programm. Von oben bis unten. Und dieses völlige Nicht-Einsehen, dass es für ein Problem mehr als eine Lösung gibt. Und sobald du irgendwie versuchst, irgendwas zu erklären oder was zu sagen, wird sofort, das ist alles Quatsch, das ist Blödsinn und bababababab. Ich habe 16 Bücher geschrieben, ich bin hier der Checker und so. Also richtig heftig, das hört nicht, das ist eine Dauerschleife. Der hat heute Nacht um 3 gefilmt, der hat Nacht um 5 gefilmt, der hat heute um 6 gefilmt, der hat um 7 gefilmt. Es ist eine komplette... Wir haben ja vorhin schon mal Sandra ein bisschen gesehen, dass er ein bisschen auch gegen Stefan wettet, ne, die jetzt Blender bezeichnet hat und das nur noch auf Joey und Joe hören kann und hat er schon ein bisschen recht. Aber Stefan hat ja auch gute Vorlagen geliefert, ne, darf auch nicht sagen, so. Dass seine Worte nicht so ganz glaubwürdig mehr sind jetzt. Dauerbeschallung, leider. Die nicht aufhört, sie hört einfach nicht auf. Es ist unerträglich. Und die Gruppe hat sich da halt drauf eingeschossen. Er hat 5 Fremdwörter benutzt bei irgendeiner Erklärung und alle voll gehypt. Oh, du bist aber ein Schlauer. Er so, ja, ich weiß. Also richtig krass. Richtig krass. Das wäre fast Burning-Uwe gewesen. Ja, mal demonstrieren. Pass auf, so. Ich hab mir hier mein Kissen gemacht, so. Warte. Oh Gott. Ja, könnt ihr das sehen? Lampe ist auch hier angeditscht. Ja, die Lampe hat auch Verbrennungen bekommen. Auch irgendwie so. Und ich war so. Ja. Und ich merke nur irgendwo im Augenwinkel, da wird es hell und hell. Oh, von oben, hab ja. Joe irgendwie mitbekommen und dann wurde ich wach und dann ging es los hier, ey. Ja. Du hast mitbekommen, ja. dass Stefan bist. Du musst aber auch gruselig gewesen sein, so zu liegen. Dann guckst du oben, ist einfach Flammen über dir. Zum Schlafsack lief. Ja, ich weiß, ja. Er hat da irgendwie. Ja. Genau. Ja. Ja. Okay. Ja genau, Joey war voll noch im der hat noch voll noch gebannt. Er hat auch eben zu mir gesagt, er hat gedacht, er hat geträumt. Ja. Hat unser Dach gefangen. Ja, ja. Jetzt alles hat alles gefangen. Abgebrannt. Oh, alles ja. gebrannt. Ja. Hä? Wart ihr auch? Dem Uwe hat es direkt bevor das Gesicht getroffen. Mhm. Und ich glaube, mit den Händen wieder das Feuer gekämpft. Junge. Ja. Ja, danke fürs Retten. Ja. Das war wie im Actionfilm. Super. Sehr interessante Erfahrung. Darauf verzichten. Was ist das für Zeug, ey? Es ging auf einmal los wie ein Auto. Also das war schon echt wild, wie schnell das gegangen ist. Ist er quasi hier angefangen? Also Stefan, kannst du mir meinen Spiel? Bitte schön. Und dann ging das hier einmal so ratzfatz. Sie hat den Scheiß Holz gebracht. Und das Krasse Stefan, war, mit dir. Ich bin gerade in der Aufnahme. Wer hat das Holz gebracht? Ich habe das Holz hier vorne hingelegt. Du bist erstmal ruhig. Ich bin ja ruhig. Was gestern passiert ist, hätte uns das fucking Leben gekostet. Das stimmt. Deswegen, du hältst. Oha, jetzt halt Joey aber aus hier. Ach du Heiliger, jetzt geht's ab hier. Jetzt erstmal die fucking Schnauze, sonst hast du mit mir ein Problem. Du machst hier aus dem Macker, ob nichts wäre. Du hältst einfach das Maul, weil du hast gestern hier Tonnen an Holz gebracht und das hat verursacht, dass wir uns hier alle verbrannt haben.
Wir reden später. Kein Wort mehr. Ja, Joey, klare Worte. Das war echt, wie gesagt, keine coole Aktion. Und ja, das weiß ich, was Stefan sich bald gedacht hat, aber gut. Ja, das war eine sehr dramatische Folge. Ich hatte nicht, dass es noch so hitzig jetzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Folge, der Folgentitel echt sehr beschreibend. Wenn ihr noch Folge 6 anschauen sollt, die draußen ist, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten, ciao.